Herr Dieter Quinten, danke vielmals, dass Sie hier sein. Können Sie uns introduzieren, was Sie machen in Deutschland? Ja, schönen guten Tag. Ich bin Fahrlehrer in Deutschland und betreibe eine Fahrschule in Niedersachsen und bin gleichzeitig Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes in Niedersachsen. Ja, und Sie haben auch auf die nationale Niveau, haben Sie, waren die Vorsitzenden von die ganze Organisation. Ne? Können Sie uns erzählen, wie die alte Situation ist, um ein B-Lizenz zu bekommen und die neue Situation? Ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben hier anhand dieser Folie haben wir die bekannten Wege für einen Pkw-Führerschein aufgezeigt. Wichtig ist hier nochmal zu sehen, dass jeweils die Art der Prüfung die maßgebliche Berechtigung ist, wie ein Führerschein erworben wird. Also entweder die Prüfung auf dem Schaltgetriebe, dann gibt es keinerlei Beschränkungen. Ist die Prüfung auf dem Automatikgetriebe, dann gibt es die Code 78 Einschränkung, dass nur Automatik gefahren werden darf. Ja, und das ist europäisch, das haben wir auch in den Niederlanden. Ja, korrekt. So, die neue Version, die sieht so aus, dass man also die Ausbildung kombiniert, Schaltung und Automatikgetriebe. Man ist verpflichtet, mindestens 10 Fahrstunden auf dem Schaltgetriebe zu fahren, macht anschließend einen Test in der Fahrschule. Der erfolgreiche Test wird hier bescheinigt und die Prüfung kann auf dem Pkw mit Automatikgetriebe absolviert werden und der Bewerber bekommt anschließend den Code 197 in die Klasse B eingetragen. Dieser Code 197 dient zu Evaluationszwecken, damit eine Untersuchung stattfinden kann, wie sich diese Art der Ausbildung in der Zukunft bewährt. Aha. So, mit diesen 10 Stunden und das Examen in die Fahrschule hat man einen Führerschein, den man überall benutzen kann, mit Stickshift oder so, ohne Automat. Korrekt. Jawohl. Und nicht nur in Deutschland, aber in ganz Europa. Jawohl, ja. Genau. Eben die Welt. So hoch, okay. Genau. Ja. Ja. Ist elektrische Fahrzeuge, sind die populär populär in Deutschland nun? Ja, aufgrund dieser neuen Regelung ist es attraktiv, moderne Antriebstechnologie zu benutzen. Sei es jetzt Hybridtechnologie oder auch Elektromobilität komplett. Und wir erleben zurzeit einen Boom in Deutschland, was die Elektromobilität betrifft, auch in den Fahrschulen. Okay. So, das ist eine sehr gute Template für die Niederlande. Das haben wir auch benötigt, nicht wahr, Flip? Ja, absolut, ja. Ja, so wir werden sorgen, dass es auch das Ministerium das auch sieht. Ich danke Ihnen sehr, sehr viel, Herr Quinten, für diese Information. Wunderbar.